Voraussetzung, die die Kinder eigentlich mitbringen sollten, ist die Freude an der Musik und am gemeinsamen Musizieren. Wir starten alle bei Null, wir lernen gemeinsam das Notenlesen. Es ist auch nicht eine Voraussetzung, dass man bereits ein Instrument erlernt hat, beispielsweise eine Blockflöte, oder muss auch nicht Klavier spielen können. Das lernen wir alles hier gemeinsam im Gruppenunterricht und zusätzlich mit den Instrumentallehrern am Nachmittag, sozusagen den Experten für die jeweiligen Instrumente, dann das Instrument der Wahl. In der Altkönigsschule kann man über die Bläserklasse die Querflöte erlernen, auch die Klarinette, das Altsaxophon, das Tenorsaxophon. Und zusätzlich zu diesen Holzblasinstrumenten besteht die Möglichkeit, ein Blechblasinstrument zu erlernen. Das heißt, die Trompete kann man erlernen, die Posaune, das Euphonium und bis hin zur großen Tuba. Aber damit nicht genug, es gibt auch noch die Möglichkeit, Schlaginstrumente hier zu erlernen, sprich klassisch das Drumset, aber auch die Percussion-Instrumente, die dazugehören, vom Tambourin über die Triangel, wie man ein Becken sozusagen auch im Orchester einsetzt, das spielt gerade im symphonischen Blasorchester, was die Bläserklasse ist, ja auch eine ganz große Rolle. Und auch die Stabspiele werden wir jetzt zunehmend integrieren. Also ich bin der Hanno und spiele Posaune. Ich wollte auch Posaune spielen, weil ich fand das Instrument sehr interessant und mir macht es auch sehr viel Spaß und ich möchte jetzt auch auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich heiße Adam und ich spiele Saxophon. Ich habe das Instrument sehr interessant gefunden, weil es so viele Klappen hat und ich finde, es sieht auch einfach schön aus. Ich war dann quasi aus Zufall quasi in der Querflötengruppe. Aber nachdem ich die Querflöte ein wenig gespielt habe, war es auch schon sehr lustig und cool quasi. Weil die Querflöte ist auch ein sehr vielfältiges Instrument. Ich bin die Sophia und für mich war das, also ich habe früher Blockflöte gespielt und jetzt spiele ich halt Schlagzeug. Also für mich ist das großartig, die neuen Fünfer, die neuen Musiker sozusagen immer in Empfang zu nehmen. Am Start ist es nicht immer so, dass man dem Instrument gleich die schönsten Töne entlocken kann. Gerade bei den Blechblasinstrumenten kann da auch am Anfang erstmal nur heiße Luft kommen. Und es ist trotzdem eine große Freude, das mit anzusehen, wie über wenige Wochen so viel plötzlich entstehen kann und die Kinder einfach ja, so eine große Freude haben am Erlernen eines Blasinstrumentes. Lange in die Schwebe sozusagen. So, gut. Jetzt haben wir alle ein paar Boden stehen. Jetzt machen wir einen Wettbewerb, wer länger das Papier sozusagen in der Schwebe ist. 2, 3. Und halten das hier vorne dran. Und jetzt passiert was Magisches. Passt auf. Ich mach was. Guckt erstmal zu.
Ich atme ein. Cool, oder? Ja, super! Ich habe vorher noch gar keine Noten bekommen, also gekannt, da ich habe vielleicht versucht, im Musikunterricht in der Grundschule mitzumachen, aber das war ein bisschen schwierig. Jetzt in der neuen Klasse musste ich halt Noten richtig lernen, damit ich auch das Instrument spielen konnte. Anfangs war es noch sehr schwer, aber jetzt, wo ich die ganzen Noten auch nur kurz drauf blicken und dann weiß ich es halt. Es war schwierig erstmal, aber dann haben wir sehr schnell zusammengefunden. Haben beim Sommerkonzert auch, finde ich, sehr schön gespielt und ja, es war ziemlich cool. Es ist schon ein ganz neues Erlebnis und es macht auch viel Spaß, wenn man sieht, wie die anderen spielen. Und wenn man es auch, wenn alle viel üben und man es auch gut genug kann, dann klingt es auch sehr schön. Was hast du vorher schon gemacht mit Musik? Also vorher, ich habe Flöte gespielt und Blockflöte und dann habe ich Gitarre angefangen, aber Gitarre hat ja nicht so viel mit Blechblasinstrumenten und sowas zu tun. Und jetzt spiele ich die Trompete, das finde ich sehr, sehr cool und will auch weitermachen. Wenn man sozusagen alleine spielt, ist noch mal was ganz anderes, als wenn man zusammenspielt. Und das hat mich am Anfang richtig überrascht, weil meine Stimme war jetzt nur Begleitung. Ich habe mich gefragt, wie sich das Lied überhaupt anhört. Und da haben wir zusammen gespielt und das hat mich richtig überwältigt. Also das Besondere bei der Bläserklasse ist eben, dass so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Von Anfang an beginnt man als Klasse ein Instrument zu lernen und meistert Schwierigkeiten, entwickelt sich und hat am Ende nach diesen 2 Jahren schon sehr, sehr viel erreicht. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl, so als Klasse sowas gemeinsam zu machen. Tom. Ja. Und ich spiele das Tenorsaxophon. Okay. Und Saxophon spielen ja ziemlich viele. Ist das dann so, dass man auch gemeinsam mal übt? Ja, also bei uns gibt es dann immer Gruppenstunden, in denen die einzelnen Instrumentgruppen zusammen üben. Die spielen dann Stücke und wir sind halt, ich glaube, jetzt zu 6 als Saxophone. Und wir spielen dann immer mittwochs, spielen wir dann nach der Schule meistens in einem Raum und dann lernen wir halt neue Noten und den ganzen Unterrichtsaufbau, den wir dann auch in der Bläserklasse benutzen. Das Wichtigste, was ich gelernt habe hier, ist immer standzuhalten, also dabei zu bleiben und halt fleißig lernen, damit man mitkommt. Mhm. Also ihr müsst fleißig lernen, ihr da draußen.
es am coolsten, dass sie ein neues Instrument lernen. Dann ist es auch sehr schön, wenn die Eltern auch zuhören können und sie finden das halt auch sehr toll. Und wie viel übst du? Am Tag, jeden Tag eigentlich 15 Minuten. Okay. Durchschnittlich. Ja? Ich fand unsere harte Arbeit, als wir Aufführungen hatten und wir vor allen Leuten spielen konnten und ihnen zeigen konnten, was wir geübt haben, fand ich sehr toll. Ich fand auch toll, dass man nicht schon ein Instrument nehmen konnte, was man schon vorher kann, weil sonst ist einer viel besser als der andere und der andere viel schlechter, weil er ein neues Instrument hat und dass dann alle ausgeglichen sind. Das fand ich toll. Immer am lustigsten. Wenn ich Witze mache. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Wenn Johannes mal wieder die falschen Noten spielt. Ja, in der Tat. Naja, und jetzt mal so für die Schüler, die dazukommen, was für die neu dazukommen, was ist denn am interessantesten und am lustigsten? Vielleicht, dass man die Leute dadurch, also die neuen Leute in der Klasse, auch sehr schnell, sehr gut kennenlernt. Also heute im Musikunterricht, da waren wir ein bisschen zu leise, also wir das tiefe Blech, so Posaune und Euphonium. Und da hat sie gesagt, es gibt da ein Klischee für Tiefblech. Und da hat sie gesagt, wir sollten uns vorstellen, wir sind ein ganz dicker Tuba-Spieler, der so ganz viel Bier trinkt und auf einem Sessel sitzt. Und dann sollen wir so tun, als würden wir der sein und in unser Instrument blasen. Und ganz viel Schwingungen erzeugen. Ja, und damit wir schön tief sind und schön laut sind. Ausprobieren, weil ich finde das auch ein bisschen spannend. Wenn man schon etwas kann, dann kann man es üben, aber das kann man auch zu Hause machen und in der Schule kann man halt vieles Neues lernen, deswegen ein neues Instrument lernen. Also wenn man ein neues Erlebnis haben will, etwas Neues und mal sich fördern will, das hilft wirklich und es bringt einfach nur manchmal Glücklichkeit. Und man muss auch lernen, mit irgendwas zu handeln und Schwierigkeiten zu durchgehen. Und ich finde, mit Musik, mit dem Instrument und mit der Klassengemeinschaft kann man genau das Ziel erreichen. In der Bläserklasse herrscht einfach ein wahnsinnig großes Zusammengehörigkeitsgefühl, was gemeinsam zu schaffen. Und das haben wir Lehrer auch zu den Schülern. Also wir haben eine sehr enge Bindung zu den Schülern, weil man gemeinsam sowas Tolles schafft, Musik macht. Und ich finde immer, Musik machen ist auf der einen Seite ein Geschenk für die Musiker, aber auch ein Geschenk fürs Publikum. Und das versuchen wir den Schülern immer zu vermitteln, dass wir als Musiker der Gesellschaft dienen, sozusagen, indem wir unsere Musik den Menschen schenken.